Geduld ist eine Tugend und nicht nur irgendeine Tugend, sondern für mich die wichtigste Eigenschaft, der wichtigste Geisteszustand, den man beherrschen muss, um im Leben erfolgreich und glücklich zu sein. Wenn du auch ungeduldig bist, wenn du Schwierigkeiten hast, auf Dinge zu warten, abzuwarten, in der Ruhe Dinge zu tun, im Urvertrauen, dann ist das Video genau richtig für dich. Hier kriegst du ein paar Tipps, wie du in Zukunft geduldiger wirst, wie du in Zukunft mehr ins Vertrauen kommst. Und ja, bleib bitte dran, schau dir das Video an. Mein Name ist Martin Zimmermann, ich bin Business Life Coach und gebe Themen raus, alles zur Geschäftsentwicklung, zur Persönlichkeitsentwicklung. Deswegen, wenn dich das interessiert, like mein Videos oder dieses Video, abonniere meinen Kanal und ja, setze auch die Glocke gerne drunter, wenn du in Zukunft auf dem Laufenden bleiben willst. Was ist Geduld? Geduld ist für mich die Fähigkeit, Dinge abzuwarten, Dinge kommen zu lassen und im Vertrauen zu sein, dass die Dinge, die ich mir vorgenommen habe, auch irgendwann eintreffen werden. Die meisten Menschen wollen alles sofort haben. Sie denken an irgendwas, sie sind emotional in Verbindung mit einem Produkt, mit einem emotionalen Zustand auch, wenn es zum Beispiel Liebe ist oder Zuwendung oder es sind im geschäftlichen Sinne, es sind Kunden, es ist Umsatz, dann wollen sie es immer sofort haben. So, das ist für mich der größte Mindfuck, der größte Denkfehler überhaupt. Denn wie alles im Leben hängt es davon ab, wie viel ich investiert habe, wie viel Zeit ich in Dinge gesteckt habe, wie viel Energie ich gesteckt habe, ganz nach dem Gesetz der Resonanz. Was ich reinstecke, bekomme ich auch raus. Wenn ich alles sofort haben will, dann heißt es, dass ich nicht bereit bin, Energie zu investieren. Und ja, ich sehe es als Selbstverständlichkeit, dass ich von Menschen oder von Universum belohnt werde für Dinge, die ich eigentlich gar nicht getan habe, die ich eigentlich gar nicht verdient habe, weil ich nicht vorher gedient habe. Deswegen auch dieses Wort verdienen. Also sprich, es ist das Gesetz der Ursache der Wirkung. Du investierst dich, du kriegst dafür was heraus und das Ganze dauert seine Zeit. Deswegen ist es so wichtig, es zu erkennen, dass alles ein Prozess ist und wenn du den Prozess liebst, wenn du die Dinge tust, die dir Spaß machen, dann ist es egal, wie lange es dauert. Und daher kannst du auch deine Ungeduld verlernen, indem du lernst, wieder geduldig dein Ding durchzuziehen, den Prozess zu leben, Spaß daran zu haben, was du machst. Und sei dir gewiss, es ist für mich das Schwierigste überhaupt gewesen. Ich glaube, der Knackpunkt war, als meine Tochter auf die Welt kam, habe ich gelernt, wie lange alles dauert. Das Laufen lernen, erstmal das Krabbeln, Dinge bewegen, Dinge zu realisieren von einem Kind aus, hat sehr viel Kraft für mich gekostet, weil es in einer ganz anderen Welt war, weil ich in der Arbeitswelt davon es gewohnt war und auch schon aus meinem Elternhaus, dass alles sofort geschehen muss. Und es wurden keine Grenzen gesetzt. Also sprich, wenn jemand was gebraucht hat, auch in der Arbeit, dann kam man zu mir und hat gesagt, hey Martin, kannst du das mal bitte machen? Und dann ist man davon ausgegangen, dass es sofort passiert. Auch weil ich von Grund auf so eingestellt war, dass ich alles sofort machen muss, dass alles sofort passieren muss. Und ich kann mich noch genau erinnern an meine Kindheit, als ich mal einen Lego-Technik-Hubschrauber, was glaube ich, bekommen habe. Und ich wollte unbedingt mit dem spielen, aber ich habe vergessen und ich habe nicht erkannt und mir war nicht bewusst, dass es hier eigentlich bei Lego-Technik darum ging oder darum geht, diesen Bausatz zusammenzubauen und daran Spaß zu finden und nach und nach diese Schritte, diesem Plan zu folgen und letztlich das Produkt eigentlich gar nicht so zum Spielen gedacht ist, sondern eher, ich würde mal sagen, als Belohnung für deinen Zeitaufwand, Dinge getan zu haben, die dir Spaß machen, nämlich diese kleinen Bauteile zusammenzufügen und ja, diese Technik, diese Mechanik auch zu beherrschen. Darum, was habe ich gemacht? Weil ich faul war, weil ich nicht geduldig war, habe ich den Bausatz meinem Opi gegeben und der hat den dann für mich mit Freude zusammengebaut. Und irgendwann habe ich das Endprodukt bekommen und ich glaube, ich habe damit einmal gespielt, weil ich es nicht selber gemacht habe. Es ist genau das Gleiche, wie wenn du
in Dinge investierst oder du bekommst ein Geschenk und letztlich hast du aber nichts dafür beigetragen. Du fühlst nicht dich emotional damit in Verbindung, weil du es nicht selber geschafft hast. Und weil du auch nicht deinen Schweiß und deine Tränen vielleicht manchmal auch, weil viele Dinge sind auch mit Schmerzen verbunden, reingesteckt hast, um an dieses Ziel zu kommen, um diesen Prozess zu leben. Und daher ist für mich ganz wichtig, wenn du Geduld lernen willst, dann such dir einen Prozess, was du auch genießen kannst. Aber es ist ganz normal, weil wir es nicht gelernt haben. Wir wurden so erzogen, dass wir alles sofort haben. Und jetzt ist es noch viel schlimmer mit Internet. Alles ist abrufbar, sofort auf einen Klick, buff, habe ich das Ding bekommen. Und dann kennst du es vielleicht auch. Dann bestellst du dir eine Ware, dann bestellst du dir einen neuen Fernseher, dann bestellst du dir ein neues Handy und hast aber nicht diesen gleichen Bezug als vielleicht früher noch, wie du dich erinnern kannst, wenn du Dinge gesucht hast, wenn es wirklich zeitaufwendig war, dir Dinge zu besorgen. Und ja, diese Geduld verlernen wir, glaube ich, immer mehr und mehr. Daher liegt mir dieses Video so am Herzen. Also, wie kannst du es lernen? Oder was sind für mich ein paar Tipps, die ich dir mitgeben kann hier, um in Zukunft geduldiger zu sein? Zum einen ist es ganz wichtig für mich, wieder zu sich zu kommen. Sprich, zu meditieren, sich mit dir zu befassen, mit deinen Gedanken, mit deinen Gefühlen. Was ist wichtig für dich? Willst du die Ruhe sein in Person oder willst du eher so aufgewühlt vor dich hinleben? Immer wieder nur als Produkt deines Umfeldes, das ständig in Hektik ist, so wie ich es auch gekannt habe. Alles muss schnell passieren und ständig in Bewegung sein, sonst ist man sich nicht würdig zu leben, so ungefähr in dem Sinn. Also befass dich wieder mehr mit dir, geh in dich rein, ob du meditierst, ob du einfach nur Dinge tust, die dir gut tun, und beschäftige dich mit deinen Gedanken, das ist ganz wichtig. Das sind jetzt zwei Themen in einem, weil bei der Meditation sollte man sich nicht mit seinen Gedanken beschäftigen, eher sollte man den Verstand mal kurz eine Pause machen lassen. Und zum anderen, ja, lass mal wieder Gedanken durch deinen Kopf gehen, die dir gut tun oder was dir gut tut und was dich auch speziell in Ungeduld versetzt, welche Beschäftigungen, welche Gedanken, welche Personen, welche Umstände. Lass nicht hektisch werden, lass nicht ungeduldig sein. Als nächster Punkt ist zu betrachten, warum hast du es nie geschafft, geduldig zu sein? Was ist der Grund dafür? Was ist die Ursache? Ursachenforschung ist immer ganz wichtig, deswegen schau es dir an, was könnte der Grund sein, dass du nicht geduldig bist. Und als dritten und letzten Punkt, wie schon erwähnt, ist es für mich in meiner Entwicklung gewesen, dass ich verstanden habe, dass ich nur durch einen Prozess, dem ich wirklich vertraue, von dem ich überzeugt bin, der sich sicher anfühlt, wie ich in Zukunft zu dem Erfolg komme, den ich will, und dass alles nur wirklich, der Erfolg nur ein Bonus ist. Und je mehr Zeit ich damit verbringe, desto besser geht es mir, weil ich Dinge tue, die mir gut tun. Und zum anderen, ja, ist die Zeit unwesentlich, weil ich einfach viel Spaß habe mit dem, was ich tue. Und das ist doch die Hauptsache im Leben, dass du Spaß dran hast, dass du morgens aufstehst und schon wieder an die Möglichkeiten, an die Chancen denkst, an das Entwicklungspotenzial, das auch passiert mit dir, wenn du weiterhin deinen Weg gehst. Und daher für mich ganz wichtig und für mich der Game Changer auf Neudeutsch ist zu erkennen, dass durch einen an dich angepassten Prozess, einen Weg, einen Plan, der dir gut tut, der dir am Herzen liegt, der dein Herz aufgehen lässt, mit dem kommst du wirklich voran. Und solange ich das nicht verstanden hatte, solange war die Ungeduld auch immer wieder da. Und mittlerweile ist es total egal, denn es kommt nur darauf an, dass du im Jetzt lebst und dass du den Moment genießt. Und wir wissen nie, was morgen passiert.
Ich glaube, es gab eine Studie, die festgestellt hat, dass eigentlich jede Zeit, jeder Moment könnte der letzte sein, weil irgendeine Vene oder Arterie, ich weiß, was ist ich, eine Arterie, denke ich mal, diese mikrokleinen Bakterien, die durch dein Gehirn sich verzweigen, könnte jederzeit platzen. Und das bedeutet, dass du einen Gehirnschlag bekommst, dass du vielleicht behindert bist, dass du vielleicht daran stirbst. Und daher ist jeder Moment für mich so besonders. Und den kannst du besonders machen, wenn du wirklich das tust, was du wirklich machen willst. Und wie gesagt, dann vergeht die Ungeduld, dann vergeht die Hektik, dann lebst du auf in dem, was du machst und gestaltest den Tag so, wie sich's für dich richtig anfühlt. So, ich hoffe, das hat dir geholfen. Ich habe ein bisschen ausgeholt jetzt mit ein paar geschichtlichen Themen zu mir. Wenn dir das Video gefallen hat, setze gerne ein Like drunter. Schreibe in die Kommentare, was du machst, um geduldiger zu werden. Oder wenn du noch Fragen hast, schreib es auch gerne rein. Abonniere meinen Kanal und setze eine Glocke drunter. Schick das Video an ungeduldige Leute weiter. Es würde mich freuen, von dir eine Rückmeldung zu bekommen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche dir viel Erfolg bei allem. Bis dann. Ciao.